Wir haben heute zum ersten Mal unsere vier kleinen Löwen rausgelassen in die Außenanlage. Die sind für 3 Monate geboren und waren noch nie draußen, haben noch nie das Außenwirt gesehen. Und heute ist endlich der Tag so weit, dass wir die zusammen auch noch mit einem weiteren Weibchen, nehmen wir unser Alpha-Tier, der Kabora. Sie ist der Chefin, das hat sie deutlich heute Morgen klar gemacht hier. Und ab heute sind die jeden Tag draußen. Und sicherlich werden die nächsten Tage, wenn wir noch 2 weitere Löwen dazu lassen, ein Männchen, ein Weibchen. Das sind nämlich die Schwester und Bruder aus der letzten Wurf. Aber heute reicht das erstmal. 2, 4. Die Jungen bleiben jetzt jeden Tag draußen, sind von morgens bis abends sichtbar. Ab morgen, spätestens morgen mit den anderen beiden, dass wir dann endlich unsere komplette Familie zusammen haben. 4 Großen, 4 Kleinen. Und solange der Wetter mitmacht, können die jeden Tag raus. Und wenn der Wetter nicht mitspielt, dann sind die im Haus sichtbar. Alter, war das krass! Die Schwester ist ein Luisa. Du weißt, guck! Das ist auf jeden Fall nicht die Mutter. Essen tun die alle im Moment ganz wenig. Die kriegen Fleisch von uns angeboten, das heißt ein Stück Knochen mit ein bisschen Fleisch dabei. Aber die saugen auch noch. Der nächste halbe Scheit war bei Mami. Das heißt, erst mit 9 Monaten sind die dann echte kleine Löwen. Aber es sind aber keine Vegetarier, das darf man nicht vergessen. Hi guys, I'm Kevin Richardson, and this is Gandalf. And if you want to gain some insight into this amazing animal, then I suggest you get my book called Part of the Pride. So this is where it all really starts, with youngsters. And that's how you start a relationship, really. You got to start with them young, just like you would with a human being. Ah! And you've got to instill in them what you want at this early age. So if you're wanting to play rough with them when they're adults and you're wanting to interact with them face to face, then this is where it all starts. And typically in a lion pride, this is how they would be interacting with each other at this age. When they came back to the pride at this age, it would be just be fun and games. They're not interested in hunting. They're just interested in play, 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 and then sleep, 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 and then eat, eat, eat. Eh? You don't know what's ahead of you, my boy. You don't know what's ahead of you. You think it's just all fun and games. Ah! Been mauled by a lion. Yes! And a leopard. Not many people know what this little guy is. It's a little spotted hyena. Yes, a little spotted hyena playing with a lion. That's not meant to be. Hey, a lion licking a hyena. Over the past 10 or so years, I've been asked quite a few times, Kev, how is it you can work with these predators so freely? And not just animals of this age, but even when they get to adults. And recently I've had the privilege of being able to put it down on paper. And I'll explain what I mean if you come visit me just now when I'm with the pride. Come on, let's go. Incoming.
like previously you saw me playing with the cubs, that's how I started with Tower Napoleon. But if you really wanted to know about the nitty-gritties of how I do what I do and why I'm crazy enough to even attempt to do it, you got to read the book. I think it'll give a new insight into the way people can work with these predators. And not only the lions, hyenas, leopards, cheetahs, all of the large carnivores. So most people are thinking, well, it's only a matter of time before this guy gets eaten by these lions. And I obviously tend to disagree with that entirely, otherwise I wouldn't be doing what I do. Das Afrika-Panorama im Tierpark Hagenbeck wird bewohnt von zwei seltenen Rothalsstraußen, zwei vorwitzigen Warzenschweinen und einer Herde reinrassiger Chapman-Zebras. Hengst Frank und seine vier Stuten Yassi, Vicky, Gypsy, Shirina und, voilà, dem nur wenige Tage alten Neuzugang Nana. Das Kleine ist jetzt gerade 4 Tage alt. Sie ist ein Mädchen. Sie ist getauft worden auf den Namen Nana, was Swahili bedeutet Lady. Was passt. Bei ihrer Mutter, Yassi, ist nämlich unser Haupttier hier auf der Anlage, neben der Hengst, ist die Alpha-Weibchen. Und Mutter ist sehr, sehr stolz. Und Tochter wird wahrscheinlich genauso werden. Und daher der Name Lady passt super und kann man es gut merken. Und ich freue mich darüber. Die Geburt ist relativ schnell, weil in Schutz der Dunkelheit muss diese voll geboren werden und auch gleichzeitig aufstehen, weil morgens warten schon die ersten Löwen normalerweise, beziehungsweise Leoparden und sowas. So die ersten 24 Stunden sind sehr, sehr kritisch. Hier im Tierpark machen wir das ein bisschen anders. Wir haben natürlich den nötigen Schutz. Es sind keine Löwen direkt nebenan, aber auch Mutter und Kind muss sie kennenlernen. Und diese Phase dauert bei uns etwa 3 Tage. Und so war es hier bei Nana. Sie ist 3 Tage im Stau gewesen mit der Mama. Die Mutter-Tochter-Bindung ist gestärkt worden in die Zeit und jetzt kommt sie auf die Außenanlage und wird auf jeden Fall geschützt von Mama. Bei jeder Gefahr läuft sie entweder hin oder Mama ist da. Aber die anderen Zebras sind auf jeden Fall neugierig, haben aber nichts zu sagen. Bei dem morgendlichen Gesundheitscheck wurde bereits Nanas Geschlecht bestimmt und ein Identifikationschip implantiert. Nur die allerwichtigsten tierärztlichen Maßnahmen wurden durchgeführt, um keine Unruhe in die kleine Familie zu bringen und um eine Trennung von Mutter und Tochter zu vermeiden. Etwa 30 Kilogramm wiegt ein neugeborenes Zebrafohlen, während die ausgewachsenen Tiere, je nach Geschlecht, zwischen 175 und 300 Kilogramm wiegen können. Aber die spontanen Bocksprünge des kleinen Zebramädchens sind ohnehin aussagekräftiger als sein Gewicht in Kilogramm. Außerdem gelten Zebras als ziemlich gefährlich, nicht nur, weil sie scheu und wehrhaft sind. Es sind immer noch wilde Tiere. Noch dazu Fluchttiere. Das heißt, jede Trennung ist für Mutter und Tochter in dieser Phase sehr, sehr stressig. Denn Stress passt so gar nicht in die afrikanische Steppe. Weder zu den Warzenschweinen noch zu der Teichhuhnfamilie, die ihre Jungen im Teich davor großzieht. Doch der Star des Afrika-Panoramas ist jetzt die kleine Nana. Und sie lehnt sich an starke Schultern. Schließlich ist Mutter Yassi das dominante Tier in diesem Gehege. Yassi ist unser Alpha-Weibchen. Das heißt, sie ist sowieso die Nummer 1 hier drauf. Chapman Zebra leben in Familienverbänden. Das heißt, ein Hengst und mehrere Stuten. Und Yassi entscheidet im Grunde immer, wo die Gruppe längst geht. Sie entscheidet auch, wer zu stressen darf. Der Hengst läuft einfach mit. Yassi eigentlich ist ein Supertier, aber lässt sich von niemandem was sagen. Schweige die Wasenschweine oder Straußen, was auch noch hier drauf sind. Sie ist auf jeden Fall das dominante Tier hier. Wir reden immer von der Hengst ist dominant, aber die Tatsache, die Frauen haben mehr zu sagen als der Hengst. In 2 Monaten erwartet Reviertierflieger Toni Kershaw noch ein zweites Fohlen. Bis dahin hat sich Nana bestens eingelebt und kann einen kleinen Spielkameraden prima gebrauchen.